Also mein Gehirn funktioniert nicht so schnell. Hast du studiert? Ja, man muss halt mit Taktik ran an das Ganze. Ich habe einfach nur gedrückt und es hat irgendwie funktioniert. Ich habe ein bisschen Angst. Herzlich willkommen bei Versus der Gaming Battle hier bei GTV. Unter 8 wundervollen Menschen suchen wir die beste Gamerin oder den besten Gamer. Und wir befinden uns im letzten Vorrundenspiel. Wir gucken einmal ganz kurz auf das Tableau und wir sehen schon, es ist viel passiert. Es geht heute darum, wer ins Halbfinale einzieht und wer das sein kann, das sehen wir jetzt. In der linken Ecke Sayuri. Die zielsichere Zockerin stellt sich unserem Zweikampf, eine Aufgabe, die für sie durchaus machbar sein sollte. Schließlich konnte sie sich in vielen Battle Royale Matches schon gegen weit mehr Gegner durchsetzen. Ihr kurzer Spitzname sollte also gut beschreiben, wie die Chancen ihres heutigen Kontrahenten aussehen. Mau. In der rechten Ecke Kalle. Der kompromisslose Krawallmacher will auch ein Stück vom süßen Kuchen des Triumphs. Der stilsichere Spandau-Kuschinski steht vor allem für Spiel, Spaß und Spannung. Er ist somit das Überraschungsei unter den Kandidaten. Sein felsenfestes Versprechen an seine Kontrahentin, eine virtuelle Tracht Prügel in jedem siebten Byte. Wird er ausgiebig austeilen können oder muss er doch eiskalt einstecken? Also ich bin immer wieder überrascht über diese Vorstellung. Einfach grandios. Schön, dass ihr beide da seid. Ich habe eben schon erfahren, ihr kennt euch. Woher denn? Ich weiß gar nicht mehr, wann wir uns PUBG, glaube ich, auch, ne? Damals? Ja, damals in Berlin, glaube ich, beim großen PUBG-Event. Da war ja mal so ein großes Turnier. Und hier und da mal, ne? Also dann auf Dreamhack oder auf Gamescom auch mal gesehen, ja. Und wie schätzt ihr euren Gegner oder Gegnerin ein? Alle? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich sehe halt bei Mau immer, wenn ich mal reinschaue, dann sehe ich halt wirklich so League of Legends oder so PUBG eine Zeit lang. Was denn, was jetzt? League schon seit anderthalb Jahren nicht mehr. Ich habe schon lange nicht mehr reingeschaut. Dann hast du wahrscheinlich viele Gamer-Skills verpasst, hoffe ich, oder? Ja, wir haben ja Valorant gegeneinander gespielt. War ich besser oder warst du besser? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst. Wer wirklich besser, am besten ist, das finden wir heute raus. Ja. Wir sagen euch einmal ganz kurz, wie es funktioniert. Wir spielen ja 3 Spiele, allerdings sind die unterschiedlich gewichtet. Wir gucken einmal rein. Ist eigentlich ganz einfach zu merken. Runde 1 gibt 1 Punkt, Runde 2 gibt 2 Punkte. Speedrun-Spiel, Runde 3 gibt 3 Punkte. Gut, das erste Spiel für 1 Punkt, das gucken wir uns jetzt mal an. Echte Videospieler wissen es bereits, Würmer und Waffen sind eine gute Mischung. Detorg 2 ist einer der besten Beweise dafür. Im Kampf 1 gegen 1 ist alles erlaubt, Degen, Bogen, Messer und Langschwert. Wer den anderen erledigt, ist am Drücker und kann seinen Weg zum Nidhogg fortsetzen, um am Ende von diesem Riesenwurm verschlungen zu werden. Aber hey, zumindest gewinnt man so die Runde. Nidhogg 2. Ja. Schon mal gesehen, schon mal gespielt? Ja, gesehen, ja, aber gespielt nicht, nee. Ich habe den ersten Teil gespielt. Den zweiten tatsächlich noch gar nicht. Okay. Und es werden laute Runden. Ah, nein! Meine direkte Frage ist: Ist es Best of One? Also wer einmal gewonnen hat, hat gewonnen? Best of Three. Ah, okay. Also wer zweimal gewonnen hat, hat gewonnen. Okay. Das kann ich mir merken. Also wir spielen. Ja, gut. Ich sag's aber sonst noch ein paar Mal. Ja, okay, dann geht's jetzt ins Spiel. Ja, ab jetzt sind wir keine Freunde mehr. Ne? Okay, also okay. Ab jetzt ist halt Krieg. Schon klar, schon klar. So, geht gleich los. Erstmal abgestochen. So, dann geht's los. Kalle in Blau. Richtig, Mau in. Du kommst da nicht rein. So, und dann geht's hier jetzt weiter. Ja, klar. Oh, okay, das war hier nicht wieder. So, hier mit getryhardet. Ist doch ganz klar. Geh ab nach vorne. Okay. Und nochmal. Ich merke schon, dass du das schon mal gespielt hast. Okay. Natürlich jetzt ein bisschen. Oh no! Tschüss. Warte mal, ey! Tschüss. Okay, pass mal. Nö! Nee, ey! Oh, sehr gut! Nee. Oh, nee, warte, du hast gesagt, in die Richtung, ne? Wo bleib ich denn? Hallo! Wieso hab ich jetzt einen Bogen? Oh, renn weiter! Keiner will den Bogen! Keiner will den Bogen! Oh, weia. Jetzt hab ich aber mich hier weit aus dem Fenster gelegt. Ja! Tryhard! Oh ja, oh nein! Ja, und dann rennst du mir ins Messer, ne? Ja, das krieg ich schon. Zack, und nochmal hier. Nein! Okay, ich muss in die andere Richtung, ne? Ich werde die Waffe aufheben, einfach nach unten drücken. Man kann den Pfeil abwehren. Boah, was? Oh, was? Das war. Ey, das war aber Timing. Das war gutes Timing. Unlucky für dich auf jeden Fall. Warte mal. Nee. Doch. Nee. Vergiss es. Oh, warte mal. Noch 2 Bildschirme. Zack. Nein. Also das ist halt so deine Stelle. Da kommst du einfach nicht einmal vorbei. Das ist einfach so. So, und dann. Oh, was? Du musst jetzt mal aufpassen. Ich
bin jetzt nämlich hier auch mit einem Bogen. Alter, da hab ich dich gesniped, hab ich ja. Zack, und nochmal direkt. So. Oh, nein, die Füße. Nein, die kommen nicht. Alter, das ist einfach die brokenste Waffe im Spiel. Oh, nein, oh mein Gott. Das war ich ja spiel so nur noch mit Bogen. Nein. Doch. Hä? Ach ja, so, warte, ich muss nochmal. Nein. Beide haben den Bogen. Ah. Jetzt. Oh, oh nochmal. Richtig getroffen. Ey, nice. So. Na, nein, Alter, ich wollte drüber einfach springen. Ich bin einfach im AD Carry. Ich muss nach rechts, ich muss nach rechts, ich muss nach rechts. Oh nein! Nein, okay, nein, okay, nein, okay. Nein. Oh, ja, fall ruhig nochmal runter, gar kein Problem. Pass mal auf. Oh, Alter, oh mein ich Gott! Ich hab das einfach studiert, das Game. Das ist einfach so. Letzter Abschnitt. Oh, jetzt oh nein! Ja. Sehr gut. Ich wusste nicht, dass das an der Brücke ist. Das ist nur, weil es braun ist, heißt doch nicht, dass es heute ist. So, Mann, jetzt gehen wir die. Hä, was? Oh. Was machst du mit mir? Waffe aufheben, auf. Und so, jetzt aber. Okay. Oh nein, ich spring halt immer rein. Ja, ja. Oh mein Gott. Letzter Abschnitt. Ich darf nicht. Nein. Nein, ich darf nicht mehr. Ach Mann. Uiuiui, ein Hin und Her. Ah. Ey, dass man den Bogen, also man hat ja immer eine random Waffe, ne? Der Bogen ist schon heftig, ja. Boah, Alter, jetzt hast du mich aber richtig getötet. So, jetzt gibst du dir erstmal Hackfleisch. Boah. Wir sind, glaube ich, jetzt gleich wieder beim Startbildschirm. Ja. Gibt's hier ein Zeitlimit, oder? Dann weiter? Nee, kein Zeitlimit. Das kann unendlich weit das gehen, oder? Das kann nicht dauern. Ja, also, wir sitzen dann morgen noch hier. Ich hatte schon mal eine Runde, die wirklich, wie gesagt, eine halbe Stunde ging. Nee, du hörst jetzt mal auf damit. Das geht so nicht weiter. Jetzt sind wir wieder bei dem Start. Jetzt aber. Nein! Na, da gibt's das Orange. Ein Bildschirm, wo wir gestartet sind. Oh, Alter, da hab ich dich getreten. Oh, ich bin ja noch am Leben. Oh, scheiße. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. So, komm mal rein. Na, du musst ja weiterkommen. Nein! So, letzter Abschnitt wieder. Not again! Warte, wie ja, muss ich? Ja, oh. Nein! Ja, ja, noch einmal ja, vielleicht? Ja. Da hab ich dich nochmal hier. Nein! Sag, da muss das doch gewesen war's sein. Ja. Gib mir Hammer, Mann. No. Komm. Das ist anstrengend. Eieieiei. 1:0. Ich konnte dich dreimal aufhalten beim Boah, Abschnitt. Schaffen wir noch eine Runde, oder was? Ja, wir müssen ja, ne? Ja. Das ist ganz schön aufregend. Na gut, Runde 2. Aber du okay, also, bist wirklich ein harter Gegner, also wirklich. Also das ist jetzt nicht... Na gut. So viel dann. Anne legt gleich wieder los, schön mit Ableckungstaktik oh, oh hier. Gott. Da hast du mir wirklich... Sehr gut. Boah, diese Map macht mich... Waffe aufheben mit nach unten. Die macht mich wirklich verrückt, die ja, Map. Ja, ich habe keine Waffe in der Hand. Genau, die, wenn du ihm die abnimmst, dann kannst du die natürlich wieder aufheben. Ist das ein Fisch? Ist ein Fisch? Kann man den nehmen? Den kannst du nicht nehmen, nee. Oh mein Alter. Gott. Das war auch ein bisschen brutal, ne? Oh. Da weiß man aber nicht. Ach, es gibt einen oben und es gibt einen unten. Der ist sehr schön, weiter. Warte mal. Nein, bleib hier. Ich hab irgendwie abgewehrt und ich weiß also nicht, was ich gemacht hab. Also ich muss noch da, ne? Du ja, kannst natürlich auch noch gut. Da. Ja, nein! Prügeln. So. Prügeln geht natürlich auch, ja. Ah! Aufheben, okay. Also die Map macht mich wirklich fuchsig. Oh scheiße, jetzt hab ich sie weggeschmissen. No! Kannst du die aufheben? Oh, ich hab dich verpasst. Oh. Ich hab da einfach hinterhergeschmissen. Was? Einfach nur gestorben. Oh, oh fuck. Nein, ich muss in die andere Richtung. Wir sind kommen wieder. Sie? Ja, gut, dann. Hä? Du lebst? Oh, oh, was? Zu hoch. Oh, mein Gott. Ich hab über deinen Kopf geworfen. Das kann nicht wahr sein. Ist einfach schwierig. Nein. Du musst jetzt hier wirklich mal, Alter, wieder rumtrampeln. Das ist so ekelhaft, ne? Dann nochmal. Ja, und dann weg. Das sind aber keine echten Menschen, guck mal. Nein, nein, das ist alles... Das erinnert mich an dieses, es gibt so ein Traubenspiel. Kennt ihr dieses Traubenspiel? Bravo Traube, ja. Ja, das, genau daran erinnert mich das so ein bisschen. Das habe ich so gern gespielt. Nein! So. Ich hatte keine Waffe. Ich vergesse immer, die Waffe aufzuheben. Ja, die Waffe aufheben. Ne? Ah, Mann, ich hatte nur so ein Dolch. Geht doch nicht. Jetzt sind wir wieder... Nein, ich wollte nicht hoch. Scheiße. Ich wollte eigentlich unten bleiben. Ja, jetzt warte mal da. Ja, jetzt Ach, was? Man muss das mit Timing machen, Mau. Ach so, mit so, Timing. Okay, verstehe, Und da muss man... Aua! Ach, nee, nein, du lebst noch. Du hast dich kaputt gemacht. Nee, nee, nee. Schade. Manchmal denkt man nicht, dass man das überlebt. So wie jetzt. Warte, wie kann ich den mal wegschmeißen? So. Nein! Oh mein Gott. Genau so macht man das. So, und dann mit dem Degen. So, wir müssen jetzt aufpassen, weil hier sind viele Tasten. Oh, und die könnten runterfallen. Dürfen wir in dem Haus? Nicht so kommen wir gleich wieder zum letzten Bildschirm. Ey, nee. Sehr gut. Ey, das war geschummelt. Oh. Das war geschummelt. Hier sind die Keller und alles. Vorsicht. Oh, du hast keine Waffe mehr? Nein, ja, das war gerade mein Fehler.
Hier ist, kampffreie Zone. Ich darf man nicht kämpfen. Alle darf man nicht kämpfen dann, bei dem Bierfass. Oh ja, gut, dann. Wo ist meine Waffe? Nein, ich hab sie schon wieder. Ich hab sie schon wieder weggeschmissen, ne? Ja. Letzter Not Abschnitt. Again. Ich hab Flashbacks. Hä? Da war ich ja doch. Kann sie sich nochmal zurückkämpfen? Oh, oh, das hast du aber gemacht. Oh. Nein, 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 nein. Nein. Oh, das war auf jeden Fall ernst. Zeig, Jure. Nein, Jure, schmeiß. Warte mal, wie kann ich den? Nein. Nein. Oh, in den Kopf. No. Meine Waffe. Nein, nein, nein. Weg. Weg, egal. Achtung, Würden. Oh, oh mein Gott, gedodged. Und die Waffe eingesammelt. Tschüss. Jetzt ist hier. Nein, schon wieder. Es ist mir schon wieder passiert. Oh mein Gott. So, Vorsicht. Genau an der gleichen Stelle. Oh mein Gott. Ah. Ey, dass du mich auch mal trittst. Das macht mich fertig. Aber jetzt hebst du die Waffe immer gekonnt auf da. Oh. Ah. Oh. Ah. Okay, 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 ja, ja, alles gut, alles gut. Wir sind hier. Die Waffen jetzt? Ja, die sind jetzt weg, ne? Ja. Nein! Oh, oh, was? Oh mein Gott! Sag mal hier! Ah! Oh mein Gott! Nein! Nein, 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 nein! So, jetzt reicht's mir mit dir. Oh, ich lebe noch. Er hat keine Waffe mehr? Jetzt. Was? Oh. Das, kann das ist so anstrengend, ich möchte sowas ja nie wieder spielen müssen. Oh, fuck. Wehe, ihr fragt mich das nochmal. So. Es warten noch andere Spiele, die ah hoffentlich genauso aufregend sind. Okay. Oh, oh mein Gott, ich bin einfach smarter stupid. Move. Aber jetzt bin ich in der Tür stehen. Oh, oh. So. Oh, du, was? Okay, wie habe ich das denn überlebt? Das frage ich mir auch gerade, du. Oh. Lass mich durch. Nein. Oh. Oh, jetzt gewinnst du vielleicht. Oh mein Gott. Ja, dafür, dass Kalle eben schon beim letzten Bildschirm war. Oh, Alter, möchte ich nochmal. Also, warte mal, richtig Hackfleisch. Hey, aber wie machst du das? Wie kann das sein? Ich dreh mich um, ich bin weg. Und, oha, das sah übel aus. Ich war da schon fast fertig. Du warst schon fast fertig, ja? Ich schon wieder an diese Stelle. So, hier darf man nicht kämpfen. Ich hab dir das gesagt. Ja, du musst ja, dich bewegen. Ja, geh doch mal weg da jetzt. So. Nein, warum? Abgewehrt. Kann das irgendwie abwehren? Okay, man kann es abwehren, ja. Ey, was? Das war schon wieder genauso wie vorhin. War alles geplant. Ja. Ich hab einen Dolch. Ich hab einen Dolch. Mann. Komm nochmal, ich komm nochmal, ich komm nochmal. Ohne Waffe rennt sie in den letzten Abschnitt rein. Nein. Ja, doch. Ey, das ist Network, ne? Das macht mich einfach mental. Einfach nur fertig. Oh! So, halt eine Waffe! Oh, fuck. Wie schaffst du es immer? Ich schaff das ich nicht. Ich spamme! Zu treten! Kann nicht wahr sein, ich spamme auch! Wie er es komplett ohne dafür durchzieht hier. Sehr gut. Oh oh. Nein, das kann nicht sein. Nein, 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 nein. Stopp. Pause, Pause, Timeout. Oh mein Gott. Nein. Ich spamme doch auf. Wichtig. 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 Das kann sich nur noch um Stunden handeln hier. Oh nein. Ja doch. Wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Nee. Oh nein. Ja, dann laufen wir halt hinterher. Oh fuck, okay, nee, dann mach ich's anders. Ach, das ist ja wirklich. Das ist eine Strafe. Oh nein! Ey, scheiße, ich hab den Bogen nach dir geworfen! Das war so wichtig. Oh oh, nein! Ja, man muss halt mit Taktik ran an das Ganze. Was? Oh mein Gott, das war ein 360 No-Scope. 360 No-Scope. Headshot. Das war ja einfach nur gecheatet. Das tut weh. Und wieder zurück. Ey, du, das darf man nicht. Das darf man nicht timen. Das ist du hast dich selber abgeschossen. Warte, was? Hab ich? Ja. Ja. Oh. Warte mal. Hoffe, nicht schon wieder! Oh mein Gott. Ja, ja. Guter Move. Nein! Oh Mann, ich hab zu spät, nee, zu früh irgendwie. Oh. Das, also das ist so nicht richtig. Ne? Pre-Würfe sind schon hart, ey. Alter, wie die ganzen Vögel da weg. Habt ihr beide keine Waffe mehr? Ja, ist nicht schlimm, ich renne einfach. Es tut mir so leid für alle, die jetzt gerade hier stehen und sich so denken, Alter, dann werden die mal fertig. Alles gut. Es macht sehr viel Spaß, dazu zu gucken. Oh, Mau, jetzt reicht's mir! Oh, komm her. Los. Mal raus aus deinem Kapuff. Oh, fuck. Aber mit so einem harten Kampf habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht.
Also ich dachte, wenn, wenn du mich nicht immer tot treten würdest, dann... Ich laufe jetzt erstmal vor dir weg. Ja, ja, ich habe das nämlich gesehen und dann... Ah! Nein! Moment, der ist lang. Ja, 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 das war gut. Scheiße. Ich natürlich. I tried. Schön angetäuscht. Boah, aber auch wirklich auf den Kopf, ne? Und das ist dann die Frage, ob das so richtig ist. Oh nein! Ja, kann nochmal den Regeln nachgucken. Es hat nicht... Aber ja, ich glaube... Nee! Halt, stopp! Oh nein! Wie das aussieht! Ah! Wieso kommst du mir denn entgegen? Achso, ich hatte noch den Pfeil! Du hattest noch den Pfeil, ja. Du warst... Ah, das tut so weh. Mann, Mann, Mann. So! Nein! Hä? Ja. Nee! Doch. Oh. Also, nee! Ey, ah! Nein! Ich hab einfach zurück! Einfach oh zurück! Mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß halt nicht mal, was ich hier tue. Ich drück ja nur Knöpfe. Warte. So, jetzt lass mich einfach. Lass mich da einfach durch! Nein! Dann ist das Ding hier erledigt! Oh mein Gott! Ihr wollt beide den Punkt einfach, ne? Ich merk das schon. Also, wenn du jetzt gewonnen. Also, wenn du das jetzt gekriegt hast. Wenn ich den Bogen nach dir werf, bringt das halt nichts, ne? Doch, wenn der Bogen trifft, dann bringt das auch was. Alter, das ist... Nein, das war so smart, aber doch ganz dumm von mir. Dumm, aber oh schlau. Dumm, aber schlau. Nein, was mach ich denn? Oh mein Gott. Ja, da hättest du einfach mal weiterrennen können, ja, ne? Das ist ja unan... Oh, du hast dazu gelernt. Verdammt. Komm hier nicht vorbei. Kannst du mit dem Bogen auch nach unten schießen? Oder das sieht immer noch schlimm aus. Auf jeden Fall die längste Folge hier von Versus. Es tut mir leid, aber... Nein, nein, alles gut. Es ist halt auch einfach nicht einfach. Kann ich halt nicht gewinnen lassen. Nee, ich will auch nicht, dass das wollen wir auch nicht. So, aber jetzt sind wir natürlich hier in der letzten Abschnitt. Mann, ich aber komm da nicht weiter. Okay, lass mich spawnen. Ja, komm rein. Komm rein durch die Tür. Oh hier. Mein Gott, ich wollte da gar nicht. Ja, ja, ja. Los. Oh mein Gott! Eieieiei! Ein Versuch noch! Nein! Ja! Nein! Ey, nee! Oh! Problem ist halt. Nee! Okay, okay, nein! Nee. Stopp, warte, halt, stopp! Oh Mann! Aber ich hab jetzt eine Waffe! Und du hast auch eine! Lass mich mal hier vorbeikommen! Nein! 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 Wie ich alles hinterher werfe! Oh mein Goodness! Oh, es ist unfassbar. Gott, ey, ich musste wahrscheinlich noch so 2 Meter laufen. Es ist unfassbar. Oh mein Gott. Nein! Problem ist, ich komme leider nicht zum letzten Abschnitt. Oh mein Gott. Ich bin mit dir hier. Ich will, mir ist so warm. Ja, einmal kurz verschnaufen hier. So, Kalle wieder im letzten Abschnitt. Nein, ich muss in die andere Richtung. Das kann... Oh, ich hab ihn noch! Und dann springt man mal und dann verliert man. Die Waffe! Die Waffe! Ey, ich lebe noch. Nicht mehr. Nee. Hä? Der Blitz hat mich getroffen. Nee, das ist schwer. Ey, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Oh Gott. Dieser Abschnitt, der macht mich einfach kirre. Als ob ich sie... Soll ich machen? Nein! Ah, dich abwerfen. Mit dem Bogen. Wahnsinn. Boah, aber oben. Ich bin doch gerollt. No. Ja, kurz mal entspannen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nee. Nee. Wichtig. Das war wichtig. Vielleicht noch ein Versuch, ja. Oh. Scheiße, nein, 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 nein. Wirf nochmal schnell! Ja! Nein! Nein! Du bist runtergefallen! Aber ich hab dich! Und das muss es doch gewesen sein! Das muss es doch gewesen sein! Oh mein Gott! Ich will das Spiel nie wieder spielen! Scheiße! Oh mein Gott! Bobby ist warm! Alter, aber good game, wirklich. Das war insane. Ey, das war mega krass. Wow, wow, wow. Das war die heftigste Nidhogg-Runde der Erde, wirklich. Also, es war besser gewesen. Ich schwitze, ey. Ey, ich auch. Oh, holy shit. Wir müssen mal ganz kurz runterkommen. Vielleicht hilft uns der Punktestand. Den gucken wir uns mal an und entspannen uns vielleicht mal ein bisschen. Kalle führt 1-0. Oh. Fühlt sich aber an schon wie 10-0 gerade, oder? 10-9. 10-9 eher. Ey, das ist aber auch immer so am letzten Abschnitt und dann nochmal 3 Felder zurück. Und dann dachte ich, das eine Mal dachte ich, du hast mich jetzt, das wird ein 1-1. Ja.
Aber dann irgendwie habe ich es dann... Also einmal war ich im letzten Abschnitt. Ja, ja. Warst du auch schon mal ziemlich weit. Also ich hab ja nicht mal mitgespielt. Ich bin selbstfällig. Ja, also spannender wird's nicht. Bei so einer Runde, ne? Boah, ey. Oh. Ja, wir sind fertig, ne? Ja, seid ihr auch so fertig jetzt? Ja, schon. Ja, definitiv. Aber meint ihr, wir können das zweite Spiel mal schon mal angucken? Ja, vielleicht. Doch. Wir gucken uns das schon mal an und dann können wir ganz ruhig und sinnig da rein starten. Abfahrt. Wir gucken mal, was das ist. Als Prügelspieler in den 90ern musste man eine Entscheidung treffen, Ryu oder Ken. Die beiden Hauptdarsteller von Street Fighter 2 kloppten sich durch eine Flut an Versionen und wir haben uns heute für Turbo Hyper Fighting entschieden. Der Sieg wird in einem Best of 5 erkämpft, unsere Kontrahenten dürfen aus allen Charakteren des Spiels wählen, aber früher oder später nehmen sie eh Ryu und Ken. Ja, so sieht es aus. Ryu und Ken sind euch hoffentlich Begriffe. Ja, ja. Of course! Das auf jeden Fall. Ja. Ja. Ach, du kennst die nicht mal? Nee, wirklich Ach gar nicht. So. Ja. Also ich hab's halt tatsächlich nur nie so wirklich gezockt. Früher auf dem Super Nintendo hatte ich, glaube ich, Street Fighter 2. Aber da war ich halt ganz klein. Also wirklich klein. Nie gespielt. Wir spielen Best of 3, also ihr müsst zweimal gewinnen. Mhm. Und ja, würde ich sagen, könnt ihr mal euren Charakter auswählen. Ja, Ryu und Ken haben wir eben gehört, sind beliebte Kandidaten. Geil und Vega, nee. Ich fand Geil immer ganz geil. Ja, du bist Ryu, okay. Tut mir leid, es tut mir selber weh, wenn ich sowas sage. Also, manchmal. Also Kalle mit Geil? Ich bin Geil. Und Mao mit Ryu. So, und dann gehst du nicht aufs Mützchen? Da kannst du natürlich den Hadoken machen, mit einem Viertelkreis. Boah, das irgendwie habe ich richtig catchen mit dir gemacht. Das war ein guter Backbreaker hier. Hä, wie habe ich das? So. Oh mein Gott, ich bin ja so schlecht. Ich komme gar nicht dazu, weil er mich einfach ins. Ja, aber ich muss auch gewinnen wollen, oder nicht? Ah! Was soll ich jetzt machen? Also, wir spielen drei Runden. Ach du Scheiße, ja. Aber das ist immer noch Runde 1, ne? Das ist immer noch Runde 1, das ist noch nicht. Ach so. Also, ja, also Runde. Kampf 1, Runde 2. So, und jetzt fängst du wieder an mit Werfen. Und da haben wir ja, gesagt, ja. Das machen wir nicht. Wir werfen nicht. Hier wird nicht geworfen. Bitte nicht vom Becken rausspringen. Nein, nein, nein. Ja, aber dann muss ich natürlich hier, ne? Die untere Ebene ist halt meine. Nabelkiste hier. Kalle macht immer nur unten. Mit den Fäusten und mit den Beinen und beides. Beides. Runde 2 geht auch an Kalle. Deswegen hat er ja schon dieses erste Spiel gewonnen. Aber da ist noch alles drin. Ihr wollt natürlich einen neuen Charakter wählen. Achso, ja doch. Ja, das geht automatisch. Und wenn Kalle hier jetzt gewinnt, dann kennen die halt alle ist es natürlich aus. Ich hab noch so einen, warte mal, war das der? Mau jetzt mit Ken. Dann Fun Fact, wir haben am gleichen Tag Geburtstag, Ken und ich. Das war irgendwann früher mal in der Nintendo-Zeitschrift. Wann er Geburtstag hat, Ken tatsächlich und ich einen Geburtstag und gleich gute Kämpfer auch. Ach so, ja, das ja. Ist. Ich hab den jetzt gewählt, obwohl ich es nicht wollte. Du hast ja, das Kalle hat Vega. Aber der ist schnell, der ist Alter, schnell. Was? Es gibt dir! So und zack und. Ne? Kann ich auch werfen? Nee, du wirfst mich nur, ne? Ja, ja. Hey, ja, ja. Oh nein! Aber du hast da deinen Kamehameha links. Aber das Kamehameha, ja. So. Nein. Eieieiei. Ganz kurz vom K.O. Ich komm mal. Jetzt hör auf zu blocken! Nein! Ja, danke. Ah, Joch. Kalle, kurz Prozess gemacht. Eine Gnade, Ken. Ey. Aber es gibt noch Runde 2, die musst du jetzt leider gewinnen. Okay. I try. Sonst hat Kalle hier auch Spiel 2 gewonnen, aber ich will dich nicht unter Druck setzen, das ist ja noch. Wie mach ich noch was? Mit Viertel. Ja, was? Wolltest du gerade machen? Viertel. Ah. Ja, genau. Ja, das wird weh. Nein. Alter. Ich kann an die Wand und zurück und. Ja. Bist du so schnell? Ich weiß nicht, ich hab den aus Versehen gewählt. Dir? Ich kenne den nein! nicht mal. Da und nein, hier und da. Oh, das ist ganz knapp. Das ist es schon leider nein! fast. Oh mein Gott, jetzt hast du aber da. Jetzt darf ich doch mal hier. Ein Tritt, oh, ein Tritt. Das große ja! Comeback. Nein. GG. Ja, ich habe nur Tasten geklopft, aber ich kann nichts. Ich habe einfach nur gedrückt und es hat irgendwie funktioniert. Auch Spiel 2 geht tatsächlich an Kalle. Danke.
Und auch wenn es wehtut, gucken wir einmal ganz kurz auf den Punktestand. Tut mir leid. 3-0 für Kalle. Aber es ist ja noch alles drin. Ja, stimmt. Kannst ja noch jetzt gewinnen und dann müssen wir nochmal spielen. Genau. Spiel 3 gibt 3 Punkte und das ist ja auch ein Speedrun-Spiel. Das kann ich nicht. Das kannst du nicht? Nee. Sowas kann ich nicht. Ich bin, also mein Gehirn funktioniert nicht so schnell. Das könnte vielleicht hast du da Vorteile. Ja. Das kann ich noch nicht. We'll see. Dann schauen wir uns das Spiel nochmal an. Das Speedrun-Spiel. 2020 feierte die Trackmania-Serie ihr Comeback. Das Remake von Trackmania Nations bietet aufregende Racing-Action und die Option, Strecken zu bauen und mit anderen Spielern zu teilen. Das Fahrmodell von Trackmania ist sehr einsteigerfreundlich, bietet aber enorm viele Möglichkeiten, sich weiter zu verbessern. Und durch regelmäßige Content-Updates kommen immer neue Strecken zum Verlieben ins Spiel. Wie sieht es bei euch bei Autorennspielen aus? Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt bei der Gamevasion Trackmania einmal gespielt. Resettet sofort, da hat er gewusst, die Kurve kriegt er nicht. Lief nicht. Und ich habe ein Lenkrad tatsächlich. Oh. Und ich habe mal Formel 1 gespielt. Das macht mega Spaß mit dem Lenkrad. Wie geil. Aber auch da, also ich glaube, das ist so ein easy to learn, hard to master. Gerade bei Trackmania. Es ist ganz einfach. Wir haben 5 Minuten Zeit, oder ihr. Und ihr müsst einfach nur die beste Runde hinlegen. Also wenn ihr merkt, die Runde wird nichts, dann vielleicht vorher abbrechen und neu versuchen. Machen wir so. Okay. Die beste Runde zählt, eine Runde zählt nur. Also nicht, wenn ihr sagt, oh, ich hatte aber 3 super tolle Runden, aber der andere war eine Runde besser. Ja. Okay. Dann zählt die beste Runde. Okay. Alles klar, los geht's, Trackmania. Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt, muss ich sagen. Same. Und oh, ich fahre schon mal los. Ah. Kalle hier mit dem schnellen Bitte warten Start. Sie auf mich. Da links, rechts seht ihr am Rand die Gesamtzeit, die 5 Minuten laufende ab. Ey! Oh nein! Aber du fährst. Nein, oh, ich bin hier runtergefallen. Ich komm darüber. Lol. Warte mal, ich hab jetzt, glaube ich, Das war ja komplett gecheatet. Hast du gecheatet? Nein. Vielleicht ein großer Vorteil tatsächlich, man weiß es nicht. Ey, ich krieg hier gar nichts. Wie viel Zeit dir das jetzt eingespart hat, diese. Diese Rolle? Diese Rolle, das könnte. Wenn ich die Runde nicht verkacke, dann. Wenn du die Runde nicht verkackst, könnte das dir einen großen Vorteil gegeben haben. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht ist das auch Weltrekord. Durch diese Rolle, die vorher noch keiner gemacht hat. Ja, oder ich verkacke einfach die Kurven und dann ist es gar nichts mehr wert. Fahr die Runde mal vorbei, zu Ende. Wir wissen ja nicht, wie viel dir da diese Rolle gebracht hat. Jetzt hier ganz nach links rüber. Oh, oh mein Gott, rechts. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 komm ich da wieder rüber? Ja, fahr mal lieber schnell wieder weiter. Los, fahr doch. Okay. Ah, okay, jetzt könntest du die Runde auch abbrechen, weil Kalle. Was ist hier denn los? Hat's nicht ins Ziel geschafft? Was ist da denn los? Okay, wir haben die erste Rundenzeit haben wir. Nee, wir haben beide, glaube ich, neu gestartet. Ich hab zurückgesetzt, aber nachdem ich im Ziel war. Dachte ich auch. Ach so, ich habe. Also, meine steht auch unten, oder nicht? Ja. Ich weiß nicht. Oder darf ich dann doch nicht neu starten, wenn ich durchs Ziel will? Doch, eigentlich schon, aber ich weiß nicht, wo deine Rundenzeit jetzt steht. Wir finden das aber alles heraus, alles gut. Muss natürlich, ne? Die Balance zwischen Gas und Bremse, das ist so das Geheimnis bei dem Spiel. Ah, okay. Verstehst du? Hast du studiert? Ja, ja. Ich hab mein Trackmania Nations Diplom, das hängt zu Hause an der Wand. Wir darauf achten, sehr starke Rechtskurve. Wow, kommt jetzt. Ja! Und jetzt nicht zu doll, weil sonst komme ich nicht ins Ziel. Oh nein. Nein. Oh, das ist eine starke Runde gewesen. Oh mein Gott! Du bist nicht ins Ziel. Du musst, glaube ich, über die Ziellinie fahren. Oh Gott, das war so schwer. Bist du nicht durchgekommen? Ich glaube nicht, ich bin links dran vorbei. Links dran. Du hättest natürlich noch einmal rumkurven. Ich dachte, das hätte mich zu viel Zeit gekostet, ehrlich gesagt. Das kann sein. Kalle jetzt mit der ersten Rundenzeit. Ich guck mal eben, 49 Sekunden ungefähr. Eine gute Zeit. Boah, das gibt's doch nicht. So, was machen wir jetzt nochmal? Ich würde... Oh nein. Nicht mal Strafpunkte, Strafpunkte. Eigentlich, nee, kriegt man nicht, nee. Oh nein, okay, du kannst in den Checkpoints steht immer, wie du zu Kalles Zeit, Ich bin jetzt tatsächlich, ich bin total aufgeregt. Zu deiner besten Zeit, glaube ich. Ich werde es wahrscheinlich nie wieder ins Ziel schaffen. Ich habe es einmal geschafft. Ja, du hast noch 2 Minuten immerhin, Zeit, also 2 Runden. Und dann halt, ich bleib dir mal in der einen Ecke hängen, das gibt's doch nicht. 2 Runden kannst du noch schaffen, jetzt kommt hier wieder die Rechtskurve, Achtung. Genau. Und jetzt möglichst gerade da drauf und dann solltest du auch eine Runde schaffen. Es wird sehr... Bitte. Okay. 56 Sekunden, aber Kalle noch schneller. Ich hoffe, meins wird jetzt gespeichert. Das ist gespeichert, okay. Ja. Aber Kalle hat eine
leider eine bessere Runde hingelegt. Also du hast noch 2 Minuten Zeit ungefähr, also 2 Runden könntest du noch schaffen. Die eine Rolle-Runde, die gibt es nicht bei dir, oder? Nochmal neu anfangen, genau. Nee, die Rollrunde weiß ich nicht. Die war, da hattest du sie ja auch noch überholt. Stimmt. Von daher ist das. Aber die habe ich ja selber abgebrochen. Stimmt! Die erste, ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da warst du dann offensichtlich auch nicht im Ziel. Oh, no. Oh mein Gott! Oh, einmal neu starten kannst du noch. So aber jetzt. Ich bin ja sogar langsamer als eben. 4 Sekunden. 1,20 noch. Also, du könntest noch einmal verkacken, aber nicht komplett am Ende. Hast du immer meine beste Runde genommen, oder? Deine beste Runde zählt, ja. Okay. Fang lieber noch einmal neu an. Oh mein Gott. Und jetzt, glaube ich, müsstest du durchziehen. Du hast noch 1 Minute 5 und 49 Sekunden. Dann, könntest du noch einmal neu starten. Okay, ja. Ja. Achso. Okay, jetzt muss ich durchziehen. Aber jetzt müsst ihr beide wahrscheinlich durchziehen. Darf jetzt nicht wieder an der gleichen Ecke. Bitte! Diese erste Ecke, ne? Noch einmal schnell! Die kann ich zurücksetzen. B. Achso. Ich meine, rückwärts fahren. Ich glaube, es wird nichts mehr. Scheiße! Wieso denn immer an der gleichen Ecke, wo ich vorher nie Probleme hatte? Aber Kalles Runde, du kannst sie ja natürlich noch schaffen. Vielleicht cheat ich nochmal. Irgendwo. Jetzt zurücksetzen. Bring nochmal irgendwo rüber. Jetzt zurücksetzen, auf jeden Fall bringt es nichts mehr. Ach, der Zeitdruck da, ne? Der Zeitdruck ist jetzt da. Ihr müsst jetzt ich bin gar nicht gestresst, null. Das ist eure letzte Runde auf jeden Fall. Das ist ein guter Kommentar dazu. Wird's schon wieder so? Oh, das ist diese letzte berühmte Kurve hier. Jetzt gebe ich hier nochmal richtig Dampf. Jetzt gebe ich nochmal richtig Dampf. Aber ich kann meine Zeit gar nicht mehr schlagen. Aber so muss man es machen. Nicht mehr schlagen und Mau kann die Zeit leider auch nicht mehr schlagen. Wie fühle ich mich jetzt voll schlecht? Zu Recht. Das war eine gute Runde in dem gesamten Run eigentlich, ne? Wir gucken einmal. So leid es mir tut, wir gucken einmal auf den Punktestand. Ja, Kalle, fühlst du dich schlecht oder gut? Irgendwie ist das kein schöner Sieg gerade. 6-0. Ich habe ja hier komplett durchrasiert irgendwie. Aber Nitok muss man nochmal betonen. Ja, danke. Spandau, ne? Man ist ja halt so. Aber man muss das nochmal betonen. Nitok war echt, das hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Das war echt weil nice, weil das super close war eigentlich. Ja. Und das hat echt Bock gemacht. Das war krasse Runden hier auf jeden Fall. Alles war recht knapp, glaube ich. Ja. Gut gespielt trotzdem. Knapp 6-0, ja. Am Ende sieht das gar nicht mal, also ist es knapper, als es am Ende war. Genau, der Punktestand sagt es nicht aus, wie knapp das war. Kalle, wir sehen dich im Halbfinale wieder. Ja, nice. Gegen wen muss ich da ran? Gegen Frodo. Ach. Und dementsprechend kann ich das Ding auch nur gewinnen. Schade. Ja, du bist leider rausgeflogen, aber hey, wir machen das irgendwann nochmal. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, es tut mir wirklich leid, aber... So sind hier die Regeln. Komm drüber hinweg. Du kommst drüber hinweg, das ist schön. Kalle, ich freue mich auf dich im Halbfinale. Ja, Glückwunsch. Und ich freue mich auf euch auch im Halbfinale. Das war die letzte Vorrunde. Und wir sehen uns im Halbfinale wieder. Schaltet wieder ein und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Tschüss.